Oh, ich hasse es. Wer sich den Scheiß ausgedacht hat hier. Also, ich verstehe schon. Ja, das Problem ist halt, ich kann dann nicht, ich kann das Ding nicht mehr verschieben. Ich kann es nicht kleiner oder größer machen. Und das ist halt scheiße. Ich krieg's aber nur weg, wenn ich OBS beende jetzt. Scheinbar. Weil ich kann nichts anderes mehr machen. Also müsstest du deinen Stream beenden. Nee, will ich ja eben nicht. Das ist ja das Problem. Also Deswegen kann ich. müsstest du, wenn du es so machen würdest Müsste wollen. ich ja. Wenn, müsste ich's tun. Aber es geht leider. So wie ich es machen möchte, geht's leider nicht. Nee, benutze Oberfläche will ich nicht zurücksetzen. Ja gut, dann muss das so bleiben. Habe jetzt keine Wahl mehr. Hoffe ich einfach nur, dass DBD jetzt nicht wieder Taskleiste hochsetzt. Ansonsten muss ich tatsächlich neu starten. Oh, ich hasse diese Kacke, ey. Ja, es ist einfach nur nervig. Jetzt habe ich das auf so einem kompletten Monitor. Und kann es aber nirgendwo hin mehr verschieben. Das heißt, ich kann den zweiten Monitor quasi nicht mehr richtig benutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel was, wenn ich raustappen will. Kann ich da nichts mehr mitmachen. Also. Ich kann es nicht mehr klein oder größer ziehen. Und Immerhin, das jetzt ist sieht nun mal man DBD wichtig. volle Bildchen. Ich hasse Vollbild. Außer bei Videospielen. Also du meinst, ah, jetzt verstehe ich, was das Problem ist. Du willst diesen Rahmen noch da drin haben. Ja. Und da komme ich aber nicht mehr raus. Das kriege ich nur, wenn ich es jetzt schließe. Wenn ich einen Well. Kickdown mache. Dann kriege ich es. That Dann kriege ich es sucks. hin. So leider nicht That mehr. sucks. So. Oh, da. Du hast mich schon geschickt. Jetzt habe ich Yep. angenommen. Sagt das Spiel erstmal. Hallo. Hallo. Das Spiel ist heute gegen mich. Das System ist Alles gegen ist mich. gegen dich. Du arme, arme Kleine. Ja. Streamerin. Ja. Das kann ja nicht hier ist. Ich hätte Ihnen gerne das Meme gezeigt, was ich auf deinen Discord gepostet Nein, das hat habe. er schon gesehen. Das hat er schon gesehen. Alles, was denkt er? Er fand's cool. Nice. Ja, er kommt Sehr vielleicht ganz, ganz spät heute Abend irgendwann noch. Er ist gerade auf dem Geburtstag. Das hat er tatsächlich gestern vergessen. Und Oh. deswegen hat er mir gestern nochmal Bescheid gesagt. Ich meine, Das ist gut. diesmal wenigstens sehr früh. Gott sei Dank. So dass ich halt auch pl relativ gut planen konnte. Meinte dann, gut, okay, dann mache ich halt einfach 14. Wenn das so re relativ früh schafft, also quasi so vor 0 Uhr, zumindest zu Hause zu sein, dann kann man eventuell noch Herr der Ringe machen. Wenn nicht, dann ist halt morgen da. Weil ich wollte mir auch das, also wir haben einen House Flipper für die Laskaya-Leiden-Punkte. Haben wir Glaube, ich einen weiß, was House du Flipper meinst. verschönert. Und das wollte ich ihm halt heute noch zeigen, hier im Stream, damit ich halt seine Reaktion live mitkriege. Was mich an diesem Spiel irgendwie verwirrt, ist, warum es House Flipper heißt. Kann ich dir leider Hi, nicht sagen. Daria. Weil. Warum? Weil da denke ich immer an ein Flipper-Spiel. Ja, stimmt. Stimmt. Dachte ich anfangs auch. Wobei Flipper ist auf Englisch Pinball, also ist eine andere Sache. Oh, Aber das Spiel ist ganz cool, finde ich. hast du früher dieses Windows Pinball gespielt? Was mit dem Weltraum-Dingens? Ja, das war voll geil. Damit habe ich Stunden verbracht. Und das ist nur eine Demo, wusstest du das? Nö. Das ist nicht das Vollspiel. Das ist nur eine Oh. Demo. Oh. Na, Das Vollspiel hat noch für eine mehr. Demo habe ich eine Zeit wie für Skyrim gehabt. Also mehrere hundert Stunden. Dopa King, so statt Husro da. Oder wie das auch mal geht. So, Ladies and Gentlemen, wir sind wieder beim Überleben. Oder hoffen wir es Oh, wenigstens. ja, hoffen, dass wir überleben, weil.
Also wir sind beim Überleben im Sinne von, dass wir gleich versuchen zu überleben. Und ich, du hast einen Werkzeugkasten, oder? Yep. Eieiei, und ich habe einen Heilungskasten. So. Ich habe einen Heilungskasten. Also ich bin auf jeden Fall die ganze Nacht verpflegt mit Essen. Jo. Danke, mein Schatz. Die ganze Nacht verpflegt? Ja, ich liebe dich auch. Verpflegt. Ja, ich habe hier ganz viele Käsebrote, Nudelsalat, Erdbeeren. Mit Sahne. Was für Salat nochmal? Nudelsalat? Nudelsalat. Yummy. Gott, was ist jetzt? Erst ist das hier. Dass ich das jetzt schon sagt, ist irgendwie Gurkensalat und ich habe es nicht ganz verstanden. So. Mega lecker. Sogar Fleischstückchen sind mit bei. Mhm. Gehören auch da rein, ne? Nee, ich meine auf dem Brot. Auf dem Brot selber. Also. Weil wir gestern gegrillt haben. Da hatten wir noch ein bisschen was von übrig. Und ja. Deswegen. So. Das ist einmal die Gabel dafür. Die Erdbeeren und die Gabel für den Salat. Naja, wie war das mit dem Deal noch bei House Flipper? Für jeden Kaya leiden muss leiden. Punkt wird irgendwas reingestellt, was Kaya nicht leiden kann. Ja. Yep. Es sind sehr viele Dinge. Sehr, sehr viele Dinge. Oh boy, wieso dauert das so lange hier gerade? Weiß ich nicht. Ich glaube, der Host ist immer der Killer. Vielleicht hat er eine schlechte Verbindung. Durchaus möglich. Ah, jetzt sind wir da. Grubenschach. Macmillan anwesend. Nein. Bitte. Macmillan. Macmillane. Okay, warum? Der scheint gerade off zu sein. Nicht off, sondern AFK. AFK, genau. Off ist nochmal was anderes. Geil wäre es, wenn ich wieder der Killer AFK wäre. Also ich würde mich freuen. Ja, dann würde man wenigstens überleben. Wobei, dann kann ich niemanden heilen. Ja gut. Das wäre nicht so toll. Ich repariere. Ja, wir haben hier gleich einen fertig. Cool, ich bin zur Hälfte fertig. Wir sind genau. Und jetzt werden wir fertig. Welcher Seite kommt er? Von der Seite. You don't know where I am. Geist. Okay, sie weiß, wo ich bin. Nein, Schnitzel! Weißt du was so? Nope. Ich habe eben ganz bye bye. Als Schlag gehört. Lass mich in Ruhe, Mädel. Verflugst doch eins. Oh, da hinten. Ja. Sieh denn, sie ist immer noch hinter mir her. Lass mich doch in Ruhe, Mrs. Teleporterin. Es wäre ja schön, wenn ich mal einen Generator finden würde. Ah, da hinten. Ich habe auch mal wieder einen gefunden. So, rum. Lass mich in Ruhe. Nein. Also ich werde hier auf jeden Fall lange gejagt. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, das stimmt. Ah, komm schon. Okay, jetzt hat sie mich. Oh Gott, und auch noch so nah bei mir. Oh, sie macht. Nee, macht sie nicht. So, sie nimmt mich gerade hoch. So. Glücklicherweise ist gerade bei mir niemand ziemlich nah in der Nähe. Ja, ich. Weiß bloß nicht, ob sie ihn gesehen hat. Oder? Nee. Nee, in meine Richtung kommst du nicht. Da ist doch jemand anderes da. Ja, da ist, bitte cheat jetzt. Okay, sie campt auf jeden Fall nicht. Nee. Oh Gott, wie kommt sie mir?
Jo. Okay, sie ist in der Nähe bei mir. Ja, ich weiß. Sie kommen gerade zu dir, oder? Nee. Rettet mich! Ich komm. Ach so. Oder auch nicht! Rettet mich nicht! Rettet mich nicht! Oh, scheiße. Na, ah, komm schon. Okay, sie ist in der anderen Richtung gegangen. Oh. Mädel. Super Sniper! No! Du warst doch so super im Snipen! Ich will wieder zu meinem Generator zurück. Ah, du bist der Einzige, der noch nicht verletzt wurde. Ja. Aber warte, ich helfe dir. Nein, ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Ich will zu meinem Generator zurück. Ja, lass mich dir helfen. Oh, dann helfen wir ihm doch mal. Oh, scheiße, da kommt sie. Oh, Schnibbel. Alter, was rennst du mir hinterher? Also, wenn er will, dass ich verletzt werde. Alter Junge. Vielleicht wäre das, dass du ihn heilst. Ja, aber die rennt direkt hinter ihm her. Ich heile heil doch den Typen nicht direkt, wenn die Killerin dahinter ist. Wie blöde ist das denn? Ziemlich. Das wäre ziemlich blöd, ich gib's zu. Hey. So, gleich geschafft. Und Generator. Fertig. Sehr schön. Das war gerade Glück. Sie sucht ihn gerade. Den Generator oder mich? Hm? Den Verletzten. Oh ne, sie kommt gerade in meine Richtung. Ja, der Verletzte wieder in meine. Jo. Weiß nicht, ob sie immer noch hinter ihm her ist. Würde ja gerne helfen, aber nicht, wenn der Killer direkt dahinter steht. Der Killer steht direkt hinter dir und er möchte definitiv nicht nur Dosenbier. Dosenbier. Reiming ist hart, okay? Reim ist schwer. Oh, hör auf mich zu kritisieren. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Du hast gelacht. Ich bin ein sehr sensibler Künstler. Du bist gemein. Okay, ich aus. Ich hab geschmunzelt, ja. Das ist böse. 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 Das ist böse im Busch. Das wäre schön, wenn der Killer mal abhauen würde. Keine Sorge, ich repariere. Ja, ich sitze im Spind und weiß nicht, in welcher Richtung der Killer ist. Du meinst in ein Schließfach? Oh, jetzt weiß ich's. Welche hättest du mich gerade gesehen? So, Dalle. Oh, sie schwebt so ein bisschen lang. Um. Komm schon, zerstör das Totem. Zerstör das Stöcke. Zerstör das Totem. Na la la la. So eine Art. Und geschafft, wir können raus. Jo. Was ist denn hier? Schnitzel.
Ja, denke ich mir auch gerade. Aber der Typ ist down, also wird ja. Also entweder. Mädel lassen. Oh, Scheiße. Let me do it. Hey, kämpft sie da jetzt gerade? Nö, sie ist hinter mir, ja. Also ich werde es wohl nicht rausschaffen, sofern mich keiner rettet dann. Oh, doch. Komm. Nein! Knappe Kiste. Gerade noch so rausgekommen. Bist du noch da? Ja, ich suche einen anderen Ausgang. Ich habe so eine Mission. Will ich halt Punkte bekommen, wenn ich. Ach, egal. Lass das screwed. Was haben wir denn da Feines? Einen Moment. Stampfen. Was das wohl gebracht hat. Eine sehr gute Frage. Ja, okay, auf das war eine Anspielung auf. Ja, das war eine Anspielung auf Left 4 Dead. Ja. Weil da gibt's auch so einen Gartengnom. Weißt du was, ich geh jetzt. Wäre ganz sinnvoll. Dann. Okay, sie hängt da hinten rum. Genau. Okay, sie geht jetzt weg. Nicht gerade schlau. Bye, bye. Nee, ich glaube, in allgemein diesen Warp-Spielen, die Leute, die Half-Life gemacht haben, gibt es immer diesen Running Gag des Gartengnoms, mit dem man irgendwas machen muss. Okay. Also zum Beispiel ein Running Gag ist, dass man ihn halt in Half-Life Episode 2 das ganze Spiel über mitnehmen muss und ihn dann in die Rakete stecken muss am Ende. Mhm. In eine Rakete. Und dafür bekommt man dann ein Achievement. Ja, okay. Interessant. Wieder was gelernt. Das ist nur ein bisschen Gamer-Knowledge, was ich mit euch teile. Denn ich bin ein sehr Epic cool. Gamer, yo! Epic Gamer. Epic Gamer! Warte kurz, ich muss mal zum Spalt. Alles gut. Und so weiter, ich hab's immer noch nicht gesch... Ach, komm schon. Egal. Muss immer noch heilen, dazu bin ich noch nicht gekommen. Nicht? Leider nein, hm? So. Dann, was nehmen wir denn mit rein? Runde. Letzte? Nächste. Achso. Nächste Runde. Noch nicht letzte. Ja, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, deswegen. Ja, es ist erst 20:15 Uhr. Ich habe noch 45 Minuten Zeit. Sehr gut, sehr gut. So. Hast du schon? Ja, hast du. Yep. Bin dabei. Währenddessen kann ich hier auch noch ein bisschen Stuff einsammeln. Ich nehme den das nächste. Ich kann in der Zeit in Ruhe essen. Auch schön. Ich trinke noch einen Schluck von meinem Kaffee.
Gott, ich liebe Erdbeeren. Erdbeeren. So ein schöner Erdbeerkuchen wäre jetzt geil. Hm. Ja, ja. Ich liebe ja den Erdbeerkuchen von meiner Oma. Der ist so lecker. Oh, da könnte ich mich reinlegen. Ja. Vielleicht solltest du das überdenken. Nee, nee. Aber ich verstehe, was du meinst. Die Linsertorte, was dann übrigens nichts mit Linsen zu tun hat, sondern mit dem Ort. Meiner Oma ist extrem lecker. Vor allen Dingen mit ein bisschen Sahne. Okay. Das ist quasi so Torte mit, ich weiß nicht genau, was ist, Pflaumen oder Feigen. Schmeckt aber auf jeden Fall extrem lecker. Müssen wir mal angucken. Linsertorte, also wie Linsen, bloß mit ER. Oder Linzertorte. Linzer mit Z. Ah, komm schon. Linzertorte mit Z. Hab's. Das ist lecker. Sieht richtig geil aus. Okay, hör dir mal die Beschreibung an. Die Linzertorte ist eine Torte aus Linzerteig und Linzermasse. What is this? Und was ist da drin, ne? Welche Marmelade ist in Linzertorte? Also aus der Stadt Linz werden dann einfach gewisse Leute in einen Keller gepackt. Dann werden da Stücke von denen abgeschnitten und die werden dann in diese Torte mit reingepackt. Deswegen Linzertorte. Daraus entsteht dann der Linzerteig. Okay. Oh boy. Überhaupt nicht gruselig, aber. Ne? Neue Creepypasta-Idee. Okay. Cooles Outfit in der Mitte, mein Freund. Ja, stimmt. Sehr, matrosenhaft. Erinnert mich eher an diese kleinen Jungs früher mit den Lollis. Weißt du, ja. So ein riesen Lolli und dann so der kleine Junge, der dann zum nächsten Süßigkeiten laden möchte. Ja. Im Übrigen ist das ja ein Outfit von Stranger Things. Ich glaube, der Typ arbeitet irgendwie in einem Eiscremeladen. Ah, okay. Also daher kommt das Outfit. Oh je. Yeah. Also ich würde mir nochmal Gedanken über das Arbeitsoutfit machen. Arbeiten bei dem Outfit, aber das ist ein anderes Thema. Also es sieht ich glaube, es würde ganz gut aussehen, wenn die Waden ein bisschen knackiger wären. Also wenn man wirklich schöne Beine hat, sagen wir es so. Dann vielleicht, ja. Dann mag das ja vielleicht gehen. Oh boy, hörst du mich noch? Ja. Okay, gut. Weil gerade mein Discord-Symbol gerade nicht geflimmert hat, also aufgeleuchtet ist. Ja, manchmal spinnt Discord. Ja, oder manchmal spinnt meine Internetverbindung. Nee, ich hab nur alles gehört. Das ist gut. So, das wird so ewig lange. Wenn es so weitergeht, haben wir nur 3 Runden. Wir sterben gleich sehr schnell. Ich hoffe nicht. Ich bin gerade endlich wieder Stufe 13. Ich arbeite mich vor. Ja, das war nie so meine Sache. Ja, bei mir nur, seit ich das erste Mal Stufe 12 geschafft habe. Und das war cool, Stufe 12 Saison. Zu sein. Ja. Und das war cool, mal so ein grünes Symbol zu haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ansonsten mache ich mir da nicht viel draus, aber ich möchte es zumindest einmal erreicht haben, einmal wirklich gut zu sein. Aber ich glaube, dafür müsste ich erstmal jeden Tag spielen und zweitens mehr Punkte machen. Mhm. Aber das dauert.
Lange. Ja. Also ich meine, früher habe ich das Spiel ja ziemlich, als ich es das erste Mal bekommen habe, habe ich das Spiel extrem oft gespielt. Jetzt nicht mehr so oft und man merkt, und ich merke es persönlich auch. Also ganz am Anfang, wo Kaya und ich angefangen haben, Gott, ja, da haben wir es auch durchgesuchtet. Da haben wir jeden Tag, glaube ich, gespielt. Teilweise auch bis 4, 5 Uhr morgens. Und ja, doch, da kam einiges zusammen. Aber jetzt durch Stream halt auch. Hat man halt kaum noch Zeit für. Ich glaube, unser Gegner ist der Hillbilly oder Leatherface. Mach das, Frisches, mach das. Ich habe seine Kettensäge gerade gehört. Ja, ich auch. Frisches spielt gerade schon wieder Eurotruck. Simulator, wohlgemerkt. Nicht nur Eurotruck. Oh je. Okay. Nee, entfernt. Bitte geh vorbei. Lass uns zumindest das hier fertig machen. Komm schon, komm schon, komm. Gleich geschafft. Go! Hast du was? Nö. Ich weiß Okay, es nicht. ist Leatherface. Ah. Bitte geh jetzt nicht hier hin. Bitte überprüfe nicht den Spind, danke. Oh Gott. Seid ihr hier? Ja. Weil ich Dang zu it. langsam war. Ich habe hier einen Spind versteckt. Gerade noch so. Bin ein alter Mann mit einer Zigarette im Mund. Yeah. Ich schimpfe über die Jugend, denn die sind alle doof. Zum Beispiel Aidaria EP, die ist die dürfste. Nein. Gut. Hab ich einen Dusel, ey. Ah, Schnitzel! Lasst mich raus, lasst mich raus, lasst mich raus, lasst mich raus. Ah, komm schon. Oh, Scheiße. Bill, geh woanders hin. Bill, rette dich, anderer Bill. Angespannt, ey. Sowas von angespannt. Wieso guckt er jetzt da rein? Bill, nicht hier herumhängen. Oder hängen rum, meinetwegen, nee, ist egal. Okay, nein, das hat nicht geklappt. Ist noch einer bei dir in der Nähe? Ja, bei mir Okay. hängt gerade ein anderer Bill. Aber ich Okay. weiß nicht genau, was mir gerade tut. Okay, der wird, glaube ich, gerade auch gejagt. Okay. Konnte immer noch keinen heilen. Aha. Wir sind zumindest auf dem Weg zu dir. Ja, ich glaube, müsst ihr nicht. Obwohl, doch, er heilt sich gerade. Ich schätze mal, er wird gerade nicht mehr. Ah, nee, warte, Leatherface ist unten. Und ich Okay. glaube, er wechselt gerade immer von unten nach oben. Okay. Also, er hängt hier gerade in der Nähe rum. Okay, einer ist auf jeden Fall auf dem Weg zu euch. Ja, eigentlich könnte er sich das, glaube ich, sparen. Aber ich Ich kümmere mich glaube, in der Zeit dafür, um. Leatherface hängt hier immer noch rum. Kümmere mich in der Zeit um die Generatoren. Solange wie er da bei dir, bei euch beschäftigt ist. Das ist so ein bisschen Aber voran. warte, ich werde von den Matrosen gerettet. Ah ja, der, mit dem habe ich gerade den einen Generator fertig gehabt. Nicht zu weg hier. Drücke ich dir mal die Daumen, dass du kommst. Hippo. Nicht Hippo. Nicht das Hippo. Nicht das Happy Nicht das Hippo. Hippo. Nicht das Hungry Hippo. Komm schon. Ich war nicht mal Ich lieber will den selbst. Generator schaffen. Ich war schon zweimal in die Warte, ich habe den zweiten Zustand erreicht. Gut. Ah, er hat den runtergehängt und wird da jetzt sicherlich campen. Wahrscheinlich. Die Düde. Naja, was soll's. Ich bin leider auch zu weit weg. Ja, und ich will es nicht probieren. Bin. Okay, jemand anderes scheint es zu probieren. Oder wird gerade aufgegabelt.
Schnitzel. Okay. Das ist okay, auch noch, der bleibt unten im Keller wahrscheinlich, oder? Ja, der macht Basement Camping. Ja, warte, ich helf dir mal, Daria. Also ihr habt gerade. Oh scheiße. Er kommt. Ah, der kommt runter. Hoch. Ja, warte. Kommt in unsere Richtung. Toll. Yep. Sorry. Ich werde dich retten. Ich meine, nee, warte, er hängt jetzt wieder beim. Ja. Hängt immer noch beim Keller. Und hoch. Jetzt kommt er rauf. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. What is this idea? Kommt er jetzt zu uns? Oder dort, wo wir gerade waren? Oder geht er jetzt. Bleibt er jetzt da draußen? What is he? What the Schnitzel, bro? Okay, warte. Oh. Ja, ich sehe ihn auch. Weiß er, wo ich bin? Oh, scheiße. Nee, er kommt in meine Richtung. Ja, dann ich versuche ihn wegzulocken und du versuchst mal bitte die anderen zu retten. Okay. Guter Plan. Okay, vergiss es. Ja, vergiss es. Schnitzel. Warum hast du mich verlassen, Schnitzel? Und mich hängt der Winzel hier oben, unten auf. Campt er bei dir? Jupp. Okay, was mache ich jetzt? Soll ich den unten retten? Okay, jetzt glaube ich, er ist wieder im Haus. Er läuft hier die ganze Zeit rum. Mach die Generatoren. Generatoren oder such mal die Luke? Ich glaube, ich suche die Luke. Okay, er sucht dich gerade. Er sucht dich gerade. Na toll. Vielleicht finde ich die Luke vor ihm. Frage ist, wo könnte die sein? Ich weiß nicht mal. Boden. Okay, jetzt ist er wieder beim Keller. Wo Luke Skywalker? Wenn du sie gefunden hast, versteck dich irgendwo in der Nähe. Versuch so lange nachher noch hinzuhalten. Okay, nehmen wir lange. Gerade ist er wieder bei mir. Der kommt zu dir. Scheiße. Ja. Scheiße. Egal. Ich bin noch relativ. Aber du bist tot. Ich bin tot. Ich konnte sie so nicht mehr aufhalten. Ja, ich weiß. Ja, ich hab sie gefunden. Jetzt komme ich hier. Geh auf. Und bumm. Willst du denn kommen? Yes. Ja, gut. Flucht durch die Hintertür. Sehr gut. Hahaha. Wie smart. Nein, ich hab einen Punkt verloren. Kacke. So knapp. Ja, das ging relativ. Das hat uns jetzt, glaube ich, nur 10 Minuten gekostet. Ja. Das wird vielleicht doch noch mehr als 3 Runden. Je nachdem, wie schnell wir jetzt eine neue Runde finden.